Mein Name ist Shelley Kupferberg. Ich freue mich, ein weiteres Panel im Rahmen dieses Stiftungstages moderieren zu dürfen. Ich glaube, ein Thema, was ganz viele beschäftigt, das habe ich auch hier am Rande mitbekommen, ist natürlich die Finanzierungslandschaft, die Ressourcenfrage in Sachen Stiftungsarbeit. Es ist ja bemerkenswert, dass so viele neue Stiftungen heute hier auch anwesend sind. Und man fragt sich immer, toll, die Idee ist das eine, die Machbarkeit und die Umsetzung dann das andere. Und genau darüber möchte ich jetzt in einem Expertenkreis ein wenig die Gedanken hin und her drehen und freue mich sehr, dass wir Birgit Radow heute bei uns haben, stellvertretende Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Herzlich willkommen, liebe Frau Radow. Ich freue mich sehr. Berlins Finanzsenator, der sich ja im Prinzip seit geraumer Zeit auch freuen kann. Ne? Das ist ja mal eine ganz neue Berliner Erzählung. Berlin geht's gut. Nicht nur arm und sexy, sondern reich und sexy ist ja auch mal was. Oder zumindest Mittelschicht. Er kann es schon gar nicht mehr hören, ich sehe es. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Dr. Matthias Kollatz. Keine Angst, über Berlin werden wir jetzt auch gar nicht so weit sprechen. Klaus Siegers ist heute bei uns, Vorstandsvorsitzender der Weber Bank und Bürgerstiftung Berlin. Herzlich willkommen. So, dann würde ich Sie bitten, nehmen Sie Platz. Was sicherlich viele von Ihnen herumtreibt in den letzten Jahren, ist die anhaltende Niedrigzinsphase, die es ja für viele herausfordernd macht, gerade im Stiftungsbereich tätig zu sein. Birgit Radow, welche Erfahrungen machen Sie da so in den Stiftungen, mit denen Sie zu tun haben als Bundesverband Deutscher Stiftung? Wie sehr ist das bei Ihnen ein virulentes Thema? Na, ich würde mal sagen, das ist für alle Stiftungen das Thema Nummer eins. Weil Stiftungen können ihre Arbeit nur aus den Vermögenserträgen oder aus zusätzlichen Spenden finanzieren. Und wenn die Vermögenserträge weniger werden, dann muss man sich Gedanken machen, wie man seine Projekte finanzieren kann. Und man muss auch neu denken und neu nachdenken. Über dieses Neudenken, Neunachdenken wollen wir hier auch noch sprechen. Aber welche Entwicklung sehen Sie denn im Hinblick auf die Stiftungslandschaft? Denn dennoch gibt es neue Stiftungen auf dem Parkett, was einen ja erstmal freut. Die Leute lassen sich offenbar da nicht so sehr von abhalten. Es ist großartig, dass es neue Stiftungen gibt, auch gerade hier in Berlin, wo es ja noch eine ganze Menge Nachholbedarf gab und gibt. Aber die Art der Stiftung ändert sich ein bisschen, jedenfalls auch, wenn sie zum Bundesverband kommen und sich beraten lassen. Weil viele potenzielle Stifterinnen und Stifter denken schon darüber nach, wie groß eigentlich ihre Stiftung sein muss. Und ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, viele Klein- und Kleinstiftungen zu gründen, weil man aus den Erträgen nicht viel machen kann. Entweder man hat ein sehr gutes Spendenkonzept oder man sollte mit kleinen Stiftungen lieber eine Treuhandstiftung, also eine unselbstständige Stiftung gründen. Und oder sich zusammentun, mit mehreren eine Gemeinschaftsstiftung zu gründen. Also ich glaube, das ist das Erste, dass sich die Stiftungslandschaft da ein bisschen verändert und auch das Modell der Treuhandstiftung oder Stiftungsfonds oder andere Formen der Zustiftung wachsen. Das Zweite ist, dass überhaupt der Gedanke, mehr zusammenzuarbeiten, wächst. Das kann in Projekten sein, das kann in Partnerschaften sein, seine Verwaltung zu organisieren, und das ist auch eine Tendenz im Pooling von Stiftungsvermögen, weil viele Kleinstiftungen können mit, was weiß ich, 300 oder 400.000 Euro, was für uns alle hier erstmal sehr viel Geld ist, aber bei Banken in der Vermögensanlage, da kommen sie hinter den Einfamilienhausbesitzer in der Beratung. Das heißt, wenn ich nicht ein paar Millionen auch zusammenbringe, kriege ich keine ordentlichen Möglichkeiten der Geldanlagen. Also dieses Zusammenbringen von Vermögen, das spielt zunehmend eine Rolle. Und ich glaube, da hilft es auch, wenn man regional gut miteinander bekannt und vernetzt ist. Und dafür sind auch solche Stiftungstage wichtig. Zusammenbringen von Vermögen, sagen Sie, als Schlüssel für diese nicht ganz einfache Zeit, monetär gesehen. Klaus Siegers, jetzt frage ich Sie erst einmal als Banker, gerne aber auch als jemand, der in einer Stiftung tätig ist. Ist es auch das, was Sie Ihren Kunden raten, wenn Sie sich dann mit einem Stiftungsgedanke auseinandersetzen?
Ja, ich glaube, in Zeiten niedrigster Zinsen bekommt natürlich die Komponente Kosten einen ganz anderen Schwerpunkt, nicht? Auf das eine kann ich in der Regel unmittelbar Einfluss nehmen, auf das andere eher mittelbarer. Und insofern ist der Gedanke, sich zusammenzutun, um eine größere auch Verhandlungsmasse zu haben, wichtig, aber eben auch, um letztendlich Kostendegressionsaspekte mit aufnehmen zu können. Also sprich, die administrativen Kosten, die anfallen bei einer Anlage von Vermögen, möglichst zu minimieren, indem man sie verteilt auf einen größeren Abschnitt. Und zum anderen, um eben auch den ganz wichtigen Aspekt der Diversifikation, also der Streuung des Vermögens über viele Anlageklassen, um das Thema Sicherheit vernünftigerweise mit aufzunehmen. Das macht es eben auch sinnvoller und einfacher, aus einem größeren Topf zu agieren als mit relativ kleineren Abschnitten. Und ein weiterer, aus meiner Sicht wichtiger Aspekt ist, ich spreche jetzt mal da wirklich als der Vertreter der Kreditinstitute. Auch unsere Branche ist unterschiedlichst und vielfältig, nicht? Und nicht jede Stiftung, ist so unser Eindruck, ist immer da, an der richtigen Stelle der Beratung sozusagen auch aufgehoben. Also es gibt schon sehr deutlich Banken mit großer Stiftungsexpertise und es gibt andere, die vielleicht eher in dem Thema unterwegs sind, ach, da brauche ich auch einfach nur eine Produktlösung und dann geht es dann eher in den Bereich Verkauf als Beratung. Auch das ist wichtig und bin da sozusagen auch durchaus kritisch der eigenen Branche gegenüber. Mit größeren Abschnitten haben sie in der Regel auch eine Chance, professioneller und auch durchaus mit erfahrenen Beratern zusammenzukommen, die eben was von Stiftung und dem, was dahinter liegt, verstehen und nicht nur an sozusagen Themen, die da heißen Produktverkauf, ohne eigentlich zu wissen, was löse ich eigentlich aus, wenn der Stiftungszweck nicht dotiert werden kann. Also dieses Loslösen von Kapitalanlage und Stiftungszweck halte ich für ein ganz gefährliches Thema. Deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich wichtig, dass auch Ihr Portfolio-Manager weiß, was macht die Stiftung eigentlich und was passiert, wenn der Stiftungszweck nicht dotiert werden kann. Das macht sich sozusagen jetzt ein Stück weit emotional sozusagen anhören. Wir sind aber alles handelnde Personen und Menschen und wenn Sie das hinterlegt haben, agieren Sie anders. Ein versteckter Appell, aber ziemlich direkt. Also nicht so die Risikobereitschaft bei den Anlagen ist gefragt, sondern eher das konservativ Anlegende, um eben nicht so eine Fallhöhe zu erleben im Zweifelsfall. Ja, und eine vernünftige Analyse des Umfeldes, Kapitalmarkt macht ja relativ schnell deutlich, es gibt eben Situationen und Zeiten am Markt, die kann man leider nicht verändern. Nicht? Und wenn wir in einer Niedrigzinsphase sind und der Stiftungszweck muss unbedingt dotiert werden, dann heißt das in der Regel, ich drehe ein Stück weit das Risiko auf, nicht? Das kann ich irgendwie vernünftig tun, strukturiert und kontrolliert und mich in Risiken begeben, die ich tatsächlich auch aushalten kann. Oder ich kann das von der anderen Seite her betrachten und sagen, dann lasse ich das Risiko mal außen vor und schaue nur auf die große Zahl und wenn es gut geht, ist alles prima. Und wenn nicht, dann denke ich da am Anfang erstmal nicht drüber nach und komme da hinterher zu. Und da würde ich eben immer auch deutlich sagen, wichtig ist am Anfang zu klären, was geht und vor allen Dingen, was nicht geht. Nicht? Unsere Zunft lebt ja sehr davon, Ex-ante-Betrachtungen im Erstgespräch sozusagen voranzustellen. Und wenn man sich dann kennengelernt hat und in der Ex-Post-Betrachtung wird eigentlich erst der Erfolg deutlich. Nicht? Das ist so. Das hat eben auch was mit Kapitalmarkt und Prognosefähigkeit zu tun. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Nicht? Also Ex-ante und Ex-Post fallen in der Regel deutlich auseinander. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Wenn es positiv ist, hat man ganz viele Freunde vom Kuratorium bis zur Stiftungsaufsicht. Wenn das in die andere Richtung geht, hat man ein Problem. Und besser ist es, finde ich, vorher sehr dezidiert zu besprechen und auch Strukturen zu finden, die Risikomanagement und Controlling beinhalten, die sehr deutlich machen, wie man letztendlich am Ende des Tages über die großen Blöcke, Asset Allocation nennen wir das, also die Verteilung der Gelder auf die diversen Anlageklassen, so wie man mit dem Thema strukturiert und vernünftig umgeht. Kann die Bürgerstiftung Berlin ja glücklich sein, dass sie sie hat? Die wäre bestimmt auch glücklich, wenn sie einen Finanzsenator bei sich hätte, Herr Kollatz. Welche Erfahrungswerte liegen denn der Finanzverwaltung hier in Berlin vor, wie sich Stiftungen tatsächlich heutzutage aufstellen? Was können Sie von Ihrer Seite aus dazu sagen?
Also einen Satz kann ich mir jetzt nicht verkneifen, zu dem Reichtum. Also wir hatten mal 63 Milliarden Schulden, jetzt haben wir noch 58 Milliarden Schulden und ich arbeite daran, dass es ein bisschen weniger werden und wir gleichzeitig durchaus nennenswert investieren. Aber von Reichtum kann ich viel entspannter reden, wenn irgendjemand die 58 Milliarden Schulden übernimmt. Also insofern würde ich dann doch... alles relativ. Würde ich dann doch... Ich bitte, meine Polemik ein wenig zurückzunehmen. Ja, würde ich dann doch... Würde ich dann doch sagen, dass Reichtum etwas anderes ist, als 58 Milliarden Schulden zu haben. Wir erleben in Berlin eigentlich eine sehr interessante Entwicklung. Also Berlin war nun früher alles andere als so eine Hochburg von Stiftern. Ich glaube, das hatte auch Frau Rado ja schon ein bisschen so im Sinn, als sie gesagt hat, da ändert sich was. Wir haben jetzt ungefähr 945 Stiftungen. Vor 10 Jahren hatten wir 615, vor 15 Jahren 460. Das heißt also, in den letzten 15 Jahren hat sich das verdoppelt. Im letzten vollen Jahr, das wir überblicken, hatten wir, also in 2017 sind in Berlin 32 Stiftungen gegründet worden mit einem Gesamtvermögen in Höhe von 85 Millionen. Das ist ganz schön viel. Ne? Also und dieses Jahr wissen wir noch nicht genau, wie das ausgeht, weil auch Stifteraktivitäten sind immer besonders intensiv im letzten Quartal. Also Weihnachten kommt immer so überraschend. Und deswegen ist es so, können wir zu sinnvollen Zahlen erst was dann Anfang nächsten Jahres sagen, aber wir glauben, dass es wieder um die 30 neuen Stiftungen in Berlin in Berlin geben wird. Über das Vermögen können wir noch weniger sagen. Also, das führt dazu, dass wir unter einem Thema etwas Neues beobachten, dass zumindest für Berlin im Verhältnis zu dem, was früher üblich war, es deutlich mehr Zuwendungen an Stiftungen gibt. Und da ist es eben so, da sind natürlich dann auch ein Stück weit andere Modelle denkbar. Also die klassische Stiftung lebt eben von den Erträgen eines einmal bereitgestellten Vermögensstockes. Und es scheint jetzt so zu sein, dass es eben eine Reihe von Stiftungen gibt, die sagt, also gerade in diesem Niedrigzinsumfeld müssen wir eben andere Modelle praktizieren. Und das bedeutet eben, wir verfolgen Stiftungszwecke mit dem, was es uns immer gelingt, an neuen Zuwendungen und Ähnlichem zu mobilisieren. Also die Weber Bank ist ja nun eine der Banken, die nun durchaus ja ein Profil bei dem Thema Stiftungsbetreuung hat, auch bei dem Thema kleine und große Stiftungen. Und Sie sehen da sicherlich auch beides. Also das, was weiß ich was, ich nehme jetzt mal eine kleine Stiftung, weil sie sich in unserem Umfeld abbiegt. Also es gibt zum Beispiel jetzt eine neue Stiftung, relativ neue Stiftung der Freunde der Deutschen Oper. Und die werden halt von dem Geld, was sie einnehmen, an durchaus kleineren Zustiftungen, kaufen die halt Instrumente. Das heißt also, und natürlich steckt dann dahinter, dass man hofft, dass diese Instrumente auch irgendwie Vermögenswerte darstellen, die man dann also der Deutschen Oper zur Verfügung stellen kann, die dann dafür eine gewisse Miete zahlt. Insofern das also auch mit dem Stiftungszweck vereinbar ist, aber ist klar, das zielt nicht auf Kapitalerträge im klassischen Sinn. Das heißt also, das, was Sie sehen, also aus den Zustiftungen werden Instrumente gemacht und damit Stiftungszwecke erfüllt. Solche Modelle dieses Typs sehen wir bei einer ganzen Reihe von Stiftungen. Und das zweite Element, was ich noch, ich will eigentlich noch zwei Sachen sagen, also das zweite Element, was es gibt, ist, das stellt manchmal eine Schwierigkeit auch für Stiftungen dar, um das Thema, dass es nicht so einfach ist, mit kleinen Beträgen umzugehen, gibt es neben dem Thema des Poolens, gibt es auch das Thema, dass ich natürlich für Stiftungen es wichtig sein kann, dass sich auch Bürgerinnen und Bürger dazu durchringen können, eine Zustiftung zu machen zu etwas, was ihnen schon gut gefällt. Also weil da natürlich dann eben dieses Thema von den Verwaltungskosten sich dann ganz anders darstellt. Und es geht ja übrigens das Gerücht, dass es auch bei den großen Elefanten so ist. Also als sich zum Beispiel der
der Herr Gates und der Herr Buffett mal darüber unterhalten haben, hat eben dann der Herr Buffett gesagt, er macht eine große Zustiftung bei dem, was Frau und Herr Gates vorhaben. Also auch da gibt es solche Überlegungen, dass Zustiftungen manchmal sinnvoller sein können als eigene Stiftung. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, wir beobachten insbesondere in dem unternehmensnahen Teil, dass da durchaus das Thema einer gemeinnützigen GmbH manchmal als plausibler erscheint heute als eine Stiftung. Das hat was mit bestimmten Flexibilitäten zu tun. Aber da ist es eben so, dass heute ein Teil von dem, wenn es darum geht, Unternehmensnachfolgen zu regeln oder in stiftungsähnliche Konstruktionen zu überführen, hätte man das früher mit einer Stiftung gemacht, macht man heute teilweise mit GmbH. Also so viel vielleicht mal zum Einstieg. Herzlichen Dank. Frau Radu, Sie wollten sich dazu äußern, vielleicht verbunden mit der Frage, ob Sie uns auch noch so ein paar von diesen alternativen Modellen, das Poolen hatten Sie genannt, aber ob Sie uns die auch noch mal anhand von Beispielen ein wenig deutlich machen können. Ja, also diese Finanzkrise hat ja dazu geführt, wenn man schon keine Zinsen praktisch kriegt, ob man, also wie dann überhaupt die Anlagepolitik ist. Und in den letzten Jahren hat es in vielen Stiftungen den Beginn einer Diskussion über Kriterien für die Anlage gegeben. Nachhaltigkeitskriterien, also dass da keine Kinderarbeit oder keine Atomkraft oder keine Waffengeschäfte sein sollen, ist schon, das ist sozusagen die oberste Stufe. Und es gibt zahlreiche Stiftungen, die sich systematischer mit den Anlagekriterien beschäftigen und auch sehr starke Vorgaben haben. Das ist eine Tendenz. Aber ich will noch einen zweiten Punkt sagen. Ich will noch mal anknüpfen an den Freunden der Oper. Wenn Sie mal zurück so im Bild haben, die ältesten Stiftungen sind 750, 800 Jahre alt. Und das sind Stiftungen, die sind gegründet worden, um Witwen, Waisen, Kriegsopfer und behinderte Menschen zu versorgen und alte Menschen. Was haben diese Stiftungen gemacht? Die haben Häuser gebaut, wo die Leute wohnen konnten. Die haben Wälder zur Verfügung gestellt, um Wild zu jagen, um Holz zu schlagen und damit arme Menschen zu unterstützen. Das ist der Kern der Stiftungsbewegung. Das, was wir heute so modern Impact Investing nennen, ist eigentlich das, was die Stiftungsbewegung ausmacht, nämlich direkt ihr Stiftungsvermögen, ne, zu nutzen für Satzungszwecke. Die Hälfte aller Stiftungen ist in den letzten 20 Jahren in Deutschland gegründet worden, also rund 12.500 Stiftungen. Das sind dann Stiftungen, die von wohlhabenderen Leuten oder mehreren Leuten zusammen gegründet worden sind, und da gab es so eine Tendenz. Die einen waren dafür zuständig, das Vermögen gut anzulegen und haben das dann an die andere Hand gegeben. Jetzt habe ich hier gerade ein Mikro, und die haben es ausgegeben. Das heißt, es gab eine zunehmende Trennung von erwirtschaftenden Vermögenserträgen und dem, was den Satzungszweck ausmacht. Und die Frage ist ja, gerade wenn man keine oder kaum Zinsen kriegen kann, Erträge kriegen kann, kann ich nicht auch mit dem Stiftungsvermögen, ich sage jetzt mal wieder, direkt den Satzungszweck erfüllen. Also wenn diese Stiftung Geigen kauft, ist es eine Wertanlage, die gleichzeitig genutzt werden kann. Eine Form, die zunehmend Stiftungen wählen, ist Immobilien zu kaufen. Immobilien, die sie zum Beispiel bestimmten besonders benachteiligten Gruppen zur Verfügung stellen. Ganz klassisch ist das für Senioren und im Pflegebereich oder für junge Mütter, alleinerziehende Mütter mit Kindern. Das sind alles Gruppen, die ganz schwer auf dem Wohnungsmarkt Wohnungen kriegen. Das muss gar nicht unbedingt selber für die eigenen Projekte sein, sondern kann auch für andere sein. Ich nehme das Beispiel der Berliner Stiftung Nord-Süd-Brücken, eine Stiftung, die in der Entwicklungspolitik aktiv ist. Die hat ein Vorkaufsrecht des Bezirkes abgesichert oder ist noch dabei in den Verhandlungen. Zossener Straße 46 sollte durch einen Investor aufgekauft werden und wie immer, ne, in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Die haben dieses Haus erworben und vermieten das weiter an die Mieter. Das heißt, es gibt Erträge daraus. Natürlich, das ist ja auch nicht unanständig, weil jeder eine Miete bezahlen muss. Aber es wird ein sozialer Zweck hier in Berlin verwirklicht, nämlich Gentrifizierung was entgegenzusetzen. Und darüber denken mehr und mehr Stiftungen nach. Und da sind auch
passieren auch interessante Sachen. Manchmal ist es ja so, dass man mit wenig Geld ideenreicher ist als mit viel Geld. Man kann eben auch mit 300.000 Euro Eigenkapital, wenn man gut verhandelt, bei der Bank einen Zusatzkredit kriegen, eine Immobilie erwerben, wie es zum Beispiel eine Bürgerstiftung in der Pfalz, in der tiefsten Pfalz gemacht hat, um ein Bürgerhaus zu kaufen. Und sozusagen damit diesen sozialen Zweck zu erfüllen und für die Bürger einen Treffpunkt zu haben. Ich glaube, dass wir als Stiftung noch viel mehr Möglichkeiten haben, wenn wir diese zwei Hände wieder zusammenbringen und darüber nachdenken, wie wir auch sozusagen mit der Vermögensanlage der einen Stiftungszwecke der anderen unterstützen können. Ich glaube, der Wohnbereich, der Immobilienbereich ist der am einfachsten verständlich ist, aber natürlich der teuerste im Moment ist, gerade hier in Berlin. In der Tat, aber das, was Sie geschildert haben, das läuft ja auf eine Win-Win-Situation hinaus. Wie erleben Sie das, Klaus Siegers, diese Kreativität, von der gerade Frau Rado sprach, die ja alle freisetzen müssen, um sich möglicherweise auch etwas wirkungsmächtiger aufzustellen? Welche Kriterien dafür fallen Ihnen noch ein? Ich will mal den Bogen schlagen aus dem, was gerade gesagt worden ist, zur Bürgerstiftung, wo ich ja quasi auf beiden Seiten des Tisches sitze, wenn man das so sagen darf, ohne einen Interessenkonflikt zu haben. Die Bürgerstiftung ist Ihnen sicherlich allen bekannt, sehr vielfältig aktiv in Berlin, hat ein Stiftungskapital, was deutlich unter 1 Million Euro liegt. So, das ist in Zeiten der Niedrigzinsen so, dass man daraus selbst bei der tollsten Beratung und der großartigsten Performance eine sehr limitierte Art von Dotierung von irgendwelchen Stiftungszwecken nur vornehmen kann, nicht? So ist das. Das führt aber dazu, dass wir seit vielen Jahren in der Bürgerstiftung dazu übergegangen sind, eben massiv nach außen zu gehen. Wir sprachen gerade schon darüber, Frau Rado, um eben Spenden einzusammeln. Das hat den Effekt, dass man in der Tat ganz viele Anlaufstellen und Anknüpfungspunkte in der Stadt Berlin suchen muss, die dann aber auch findet. Man darüber hinaus die Bürgerstiftung wirklich in der Mitte der Gesellschaft auch platzieren kann, weil man ganz, ganz viele Gespräche führt, sich überlegt, eine Infrastruktur aufzubauen, die für Firmen und auch für Privatleute, aber bei der Bürgerstiftung sind es insbesondere auch ganz viele Firmen, interessant ist im Sinne von, hier kann ich meine CSR, also meine Corporate Social Responsibility, relativ einfach mit wenig Administration in gute Hände geben und bin sicher, dass damit ein Stiftungszweck erfüllt wird, ob das nun die Tomatenparade ist oder die zauberhafte Physik oder das wunderbare Bilderbuchkino. Was sowohl in der Belegschaft gut ankommt einerseits, aber auch andererseits in der Mitte der Gesellschaft wirkt. Das ist ganz großartig und es hat auch noch einen weiteren Aspekt, den ich ganz wichtig finde. Die ungefähr 500 ehrenamtlichen Helfer, die in der Bürgerstiftung aktiv sind und die ja auch eine Art Botschafter für die Bürgerstiftung sind, die sprechen auch dieses Thema an. Und zwar auch im Sinne von, ich tue etwas Gutes und es wäre ganz großartig, wenn du mich dabei unterstützt. Also sammeln auf eine sehr natürliche Art und Weise Interesse und damit auch am Ende des Tages Mittel ein. Und durch ihr Wirken selbst, wir haben viele Siemens-Ingenieure, ehemalige, jetzt pensionierte Siemens-Ingenieure, die in die Schulen gehen und machen zauberhafte Physik, nicht? Und die gehen in Schulen und in Schwerpunktschulen, wo sie halt Kinder erreichen, die normalerweise in den bürgerlichen Schichten, aus denen diese Ingenieure kommen, wo es einfach wenig Berührungspunkte gibt, nicht? Also wo quasi man unter sich bleibt. Und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt, dass eben auch durch dieses Engagement, was da passiert, das aufgelöst wird, dass also Erfahrungswelten beiderseits machbar und möglich sind. Also das hat sowohl was mit Finanzierung und Finanzierbarkeit zu tun, aber das hat eben auch was damit zu tun, sich selbst als Stiftung mit den Stiftungszwecken in der Gesellschaft, in der man aktiv sein will, zu hinterlegen. Das halte ich für wahnsinnig wichtig, denn Stiftungen sind per se nachhaltig ausgerichtet und wenn man nachhaltig ausgerichtet sein will, also auf dauerhaft errichtet, dann sollte man sich auch entsprechend so in einer Stadt oder in dem Wirkungskreis, in dem man vorhanden ist, hinterlegen.
Sie haben jetzt auch schon das bürgerschaftliche Engagement angesprochen, was natürlich auch ganz maßgeblich hilft und ein wichtiger Aspekt ist in Sachen, wie stellt sich eine Stiftung heute auf. Jetzt kommen wir tatsächlich nochmal zu den Berliner Finanzen. Herr Kollatz, wie beeinflusst denn die Berliner Finanzlage tatsächlich die Entwicklung von Stiftungen? Also definitionsgemäß setzt ja, wenn ich etwas stifte, setzt es voraus, dass ich etwas habe. Sonst kann ich es nicht stiften. Wir hatten mal, das ist noch gar nicht so lange her, eine Situation in Berlin mit 20% Arbeitslosigkeit. Das haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt 7,7% Arbeitslosigkeit. Und wenn ich die Perspektive für die nächsten Jahre halbwegs richtig sehe, haben wir Chancen, auf etwa 5% zu kommen. Die deutliche Reduktion von Arbeitslosigkeit ist eine Voraussetzung für Vermögensaufbau. Wir haben grundsätzlich aber die Situation, dass wir, und insofern stimmt das Thema relative Armut nach wie vor, wir haben grundsätzlich die Situation, dass wenn wir an die Vermögensstrukturen in Deutschland denken, dann ist es eben so, dann sind die Vermögensstrukturen in Westdeutschland ganz andere als in Ostdeutschland. Und es ist eben auch so, dass von der seinerzeitigen deutschen Hauptstadt Berlin, in der eben auch die Vermögensstruktur damals ja die reichste und wohlhabendste im Deutschen Reich war, ist es eben so, das war Berlin vor der Wiedervereinigung weder im Osten noch im Westen der Stadt und nach der Wiedervereinigung auch nicht im Verhältnis zu anderen Landesteilen. Das heißt also, was wir aber sehen, und deswegen habe ich gesagt, ist für Berlin dieses Thema, wenn in einem Jahr dann über 80 Millionen in neue Stiftungen wandern, drückt es aus, dass sich dort etwas entwickelt. Das heißt also, Unternehmen bauen auch durchaus Vermögen auf in Berlin, auch Privatpersonen bauen Vermögen auf. Trotz allem sind wir noch ganz weit von dem entfernt, was wir in bestimmten Regionen in Westdeutschland kennen. Also wenn man mal die Stiftungsintensität oder die Stiftungsvolumina von Hamburg mit Berlin vergleicht, dann sieht man eben, dass wir unter diesem Gesichtspunkt in einer anderen Welt, dass wir in einer anderen Welt. Da gibt es auch eine ganz andere kaufmännische Tradition. Dass wir in einer anderen Welt leben. Das heißt also, dass die Anzahl der Stiftungen deutlich wächst, ist ein gutes Zeichen und dass auch das Stiftungsvermögen relativ wächst. Also so viel pro Jahr hatten wir früher nicht. Das zeigt, dass das auch zunimmt und das zeigt auch, dass es ein bisschen einen Bedeutungswandel gibt. Und das knüpft ein bisschen an das an, was Sie eben gerade gesagt haben, dass es also auch ein stärkeres Bekenntnis dazu gibt. Also kann es als Bürgersinn bezeichnen, aber das hat auch was, ist immer eine Mischung. Das hat was mit der Bekenntnis zu einem Bürgersinn zu tun, das hat aber auch was damit zu tun mit dem Bekenntnis zu einer Stadt. Also man kann das immer von der Geografie nicht abtrennen. Und insofern ist das so, das spielt eine wichtige Rolle. Wir versuchen dadurch, dass wir auch Stiftungen ordentlich beraten, dass wir auch versuchen, im Rahmen des Anerkennungsverfahrens, also auch Stiftungen sozusagen dabei einen sicheren und verlässlichen rechtlichen Hintergrund zu geben. Dadurch versuchen wir das Thema auch zu unterstützen. Und ich glaube auch, dass solche Veranstaltungen wie hier natürlich dazu eine Rolle beitragen. Also ich bin jetzt hier seit etwa 4 Jahren Finanzsenator und es vergeht eben kein Jahr, wo ich nicht auf 3 oder 4 Veranstaltungen bin, wo es um Stiftungen, neue Stiftungen, Stiftungsgründungen und sowas geht. Das heißt, es ist ein Thema in der Stadt. Frau Hadow, aus Ihrer Perspektive, sehen Sie da irgendwie so eine Art Mentalitätswandel? Hat sich da in den letzten Jahren wirklich was im Bewusstsein getan, wenn wir von diesem Bürgersinn nochmal ausgehen, den Herr Kollatz gerade erwähnt hat? Naja, also wenn es bundesweit eine Verdopplung der Stiftungszahlen gibt und eine ja ganz unbekannte Zahl von Treuhandstiftungen und so, auch das ist ja eine, glaube ich schon, dass es ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Menschen sagen, es kommt auch auf die Bürger und auf die Zivilgesellschaft an, dass sich irgendwas verändert, entwickelt und nicht nur auf, man kann nicht immer nur nach Staat rufen. Und wenn man sich mal
die Stiftungszwecke anguckt, dann merkt man eben auch, was die Hauptthemen sind. Also traditionell spielt ja Kultur und Soziales eine große Rolle. Bildung gewinnt eine immer höhere Bedeutung, Umwelt gewinnt eine immer höhere, also ist bei den Stiftungszwecken, ne, der neu gegründeten Stiftung spielt das eine größere Rolle. Also wir merken schon, dass mit den Stiftungen auch bestimmte gesellschaftliche Ziele verbunden sind. Und deswegen raten wir ja übrigens auch Stiftern, dass sie ihre Stiftungszwecke durchaus auf mehrere Bereiche bringen, damit man auch gesellschaftlichen Veränderungen hinterher spüren kann und da dann auch seine Zeichen setzen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Frage ist, wenn ich das noch sagen darf, wenn ich Sie jetzt hier so ansehe, sind Sie ja wahrscheinlich nicht nur alle Vertreterinnen und Vertreter von Stiftungen, sondern denken auch vielleicht selber darüber nach. Ich habe 10.000 Euro oder 50.000 Euro, was kann ich damit machen? Sie müssen eben nicht eine eigene Stiftung gründen und Sie können trotzdem Stifter oder Stifterin sein. Sie können nämlich zu einer Stiftung gehen und sagen, also meinetwegen zu einer Stiftung im sozialen Bereich und sagen, ich möchte einen Stiftungsfonds, eine Zustiftung bei euch machen und das Geld soll dafür angelegt werden, dass nur für diese oder jene Gruppe Projekte gemacht werden. Sie können eine eigene Treuhandstiftung gründen und zu einer Stiftung gehen und sagen, verwaltet ihr uns, also mich mit, und ich habe diesen und jenen Stiftungszweck. Also Sie haben auch mit weniger Geld, wobei 10.000 oder 50.000 Euro ist ja schon nicht wenig, aber also mit weniger Geld als für eine selbstständige Stiftung, viele Möglichkeiten auch auf Dauer etwas zu schaffen und auch mitzugestalten. Und Sie können natürlich auch zusammen mit anderen eine Stiftung gründen. Die Bürgerstiftungen sind Gemeinschaftsstiftungen. Ich glaube, wir haben ungefähr 50.000 Bürgerstifterinnen und Bürgerstifter in Deutschland, die 400 Bürgerstiftungen auf die Beine gestellt haben. Also bürgerschaftliches, langfristiges Engagement, das ist auch mit viel weniger Geld möglich. Und ich will den großen Appell sagen, sprechen Sie auch Stiftungen an und sprechen Sie mit denen, in welcher Weise Sie auch, wenn Sie Geld haben wollen, dort sich einbringen können. Ich würde ganz gerne öffnen. Möglicherweise haben Sie ja auch noch Anregungen, Gedanken oder ganz konkrete Fragen an das Podium. Herzlich gerne, machen sich dann irgendwie kenntlich. Frage an Klaus Siegers, die Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen, kennt das auch die Bürgerstiftung Berlin? Sind Sie da auch unterwegs und schauen, wo Sie möglicherweise Synergien erzeugen können? Ja, immer wieder. Also organisiert natürlich Bundesverband Deutscher Stiftungen, jährlicher Stiftungstag, Austauschplattform, so wie heute eben auch hier in Berlin, dann im bundesweiten sozusagen Rahmen und Forum. Die Bürgerstiftung Berlin wird jetzt nicht zu jedem Bundesstiftungstag fahren können, allein aus finanziellen Mitteln, aber sie ist eben heute hier in Berlin präsent. Und so ist das ja auch bei wechselnden Standorten, wo eben der Stiftungstag stattfindet. Wir selber, das kann ich aus eigener Anschauung sagen, sich der Weberbank versuchen auch da, also wir betreuen über 250 Stiftungen, versuchen das auch sozusagen im Netzwerk durchaus zu platzieren und wir verstehen uns ohnehin da ein Stück weit auch als Plattform und Erfahrungsaustausche zu initiieren. Die Bürgerstiftung selbst hat natürlich auch Kontakte zu anderen Bürgerstiftungen in der Bundesrepublik. Und wie das dann immer so ist, häufig geht es über handelnde Personen, die sich dann kennenlernen, die gleiche Interessen vertreten, die sich auch sympathisch sind und dann eben auch Erfahrungen miteinander austauschen über Fundraising, wie das ja neudeutsch so schön heißt, insbesondere immer wieder nachdenken. Also nicht, das ist, glaube ich, für viele Bürgerstiftungen ein ganz essentielles Thema, eben die Spendenbereitschaft in der jeweiligen Stadt hochzuhalten. Da ist, Dr. Kollatz hat es ausgeführt, da ist Berlin einfach anders, auch historisch gewachsen, als zum Beispiel Hamburg, als zum Beispiel München oder Stuttgart. Das hat auch was zu tun mit sozusagen der Entwicklung des Industriestandortes nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie kennen die ganzen Themen, DAX-Konzern, Zulieferindustrie etc. pp.
Aber auch da ein Blick nach vorne. Wir haben eine sehr lebhafte Gründer- und Start-up-Szene in der Hauptstadt hier in Berlin. Die gibt es so in dieser Form kein zweites Mal in Deutschland und die konkurriert sozusagen international, aber ist auch in Europa in den ganz vorderen Plätzen mit dabei, also hinter London und vor Paris. Da tut sich sensationell viel und das ist, glaube ich, schon auch eine Chance, um, wenn man ein Stück weit Fantasie und Zeit mitbringt, sich vorstellen zu können, hier entsteht ein neuer Mittelstand. Ich glaube jetzt nicht, dass ein neuer DAX-Konzern sich hier in Berlin ansiedeln wird, aber zumindest große Teile von Wertschöpfungsketten finden hier statt. Warum jetzt erzähle ich das? Weil durchaus auch in dem Bereich erfolgreiche Unternehmer schon da sind. Das sehen wir eben sehr deutlich. Die Seriengründer, die eben mittlerweile auch bei aller Fokussierung und Nutzenorientierung, die man haben muss als Gründer, irgendwann jetzt auch Lebensalter erreichen, die so sind, dass sie sagen, für mich ist Berlin ein Stück weit Heimat geworden, ich will hier dauerhaft bleiben und auch schon anfangen, sich Gedanken zu machen, etwas zurückzugeben. Das finde ich ist eine große Chance und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch zum Beispiel, wenn man an das Thema oft benutzt, dieser Begriff Digitalisierung denken, nicht? Da ist Berlin sicherlich in vielen, also hat vielen Städten einen großen Vorsprung voraus, diese Kenntnisse zu nutzen. Auch im Hinblick auf, was kann denn eine sozusagen Thematik wie Digitalisierung für Stiftungen von bis, vom Fundraising bis zur Verwaltung etc. pp. Mitbringen. Da trifft man meine Erfahrung, unsere Erfahrung, den Nerv auch dieser Start-upler und erfolgreichen Gründer und kann auch über diese Wege gemeinsam ins Gespräch kommen und die Stiftungslandschaft vor Ort stärken. Das ist, sind Perspektiven, die gibt es in Berlin sicherlich ein Stück weit ausgeprägter als in anderen Städten. Ja, die großen kapitalstarken Unternehmen sind hier nicht vor Ort, aber manchmal ist das ja auch sozusagen eine Chance, nicht die da drin steckt, weil man sich eben deutlich mehr Gedanken machen muss, als immer nur an eine große Tür zu klopfen. Da ist auch eine gewisse Abhängigkeit mit verbunden. Das wäre auch zu langweilig, völlig klar. Nein, kreativ werden, das ist sozusagen der Appell. Aber wenn wir schon bei den Berliner Perspektiven sind, Herr Kollatz, wie können Sie von Ihrem Hause aus, Sie haben schon gesagt, Sie probieren ja, Anwärtern auf Stiftungen oder Stiftungsinteressierten auch den Rücken zu stärken, indem Sie sagen, wir stellen das rechtlich auf eine solide Basis. Was können Sie ansonsten darüber hinaus noch anbieten von Ihrer Seite aus? Wie können Sie beratend tätig sein, unterstützend tätig sein? Ja, also wer sich zum Beispiel unter denen, die hier sind, für Beratung interessiert, wir unterhalten mit dem Finanzamt für Körperschaften 1, also dafür haben wir noch eine tolle Abkürzung, die sage ich aber jetzt nicht. Schade. Finanzamten für Körperschaften 1 unterhalten wir hier einen Stand auf diesem Stiftungstag. Also es sind auch eine Dame und ein Herr von uns aus dem Haus sind da, also Frau Herbst und Herr Stahn, und die machen dann zum Beispiel solche Beratung. Und da spielen eben auch solche langfristigen Überlegungen eine Rolle. Also manche überlegen ja eben tatsächlich auch solche Sachen nicht für jetzt, sondern manche, und das finde ich auch sehr richtig, über sowas nachzudenken, denken dann darüber raus, dass sie vielleicht in 30 Jahren nicht mehr leben werden und dass es dann sinnvoll ist, sich sowas rechtzeitig zu überlegen und nicht in der letzten Minute. Und wie man sowas aufsetzt und welche Regeln dabei zu beachten sind, all diese Sachen kann man dort diskutieren. Und man kann natürlich auch viele, also wenn wir über 30 Stiftungen im letzten Jahr neu hatten, haben ja über 30 ein Anerkennungsverfahren gemacht als Stiftung. Und wir versuchen eben durch diese Zentralisierung auch diese Anerkennungsverfahren zu zentralisieren. Und da ist es eben dann natürlich auch so, wenn das ein Finanzamt 30 Mal im Jahr macht, dann machen die dabei auch praktisch keine Fehler mehr. Also das ist durchaus ja ein Vorteil. Also, na? So, und insofern ist es so, jawohl, wir unterstützen das. Und dann ist es eben auch so, dass wir versuchen, dabei zu helfen. Da gibt es ja dann immer auch Grauzonen und Zweifelsfragen. Das spielt dann bei den größeren Stiftungen häufig eine wichtige Rolle. Dafür gibt es das Instrument der verbindlichen Auskunft. Das heißt also, man kann durchaus eine Frage an Finanzämter richten, die man in folgende Form kleidet: Ich vertrete folgenden Rechtsstandpunkt und will mit dieser Konstruktion jenes erreichen. Ist das okay oder ist das nicht okay? Und dann äußern sich die Finanzämter verbindlich zu diesem Thema.
also sie sagen dann dazu ja oder nein. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Das spielt gerade bei größeren, bei den größeren spielt das eine, häufig eine Rolle, weil da dann manchmal die Frage ist natürlich, wie ist das, wenn sozusagen ein Familienunternehmen dahinter steckt, kann das manchmal relativ kompliziert sein. Da können dann auch manchmal teilweise Themen, die in Deutschland sich abspielen, Themen, die sich in einem anderen Land abspielen, können dabei eine Rolle spielen. Und da ist eben dieses Instrument der verbindlichen Auskunft ist ein ganz wichtiges, weil es einen erheblichen Schutz darstellt. Wenn ich eine verbindliche Auskunft habe, kann ich so machen. Und wenn eben da Nein drunter steht, dann weiß ich auch, dass ich es besser so nicht mache. Und eben im Prinzip, das wird vorher gegeben. Also ich muss nicht erst das Risiko gehen, eine Konstruktion so aufzusetzen. Und dann nachher kommt das Finanzamt und sagt April, April. Sondern es ist so, mit der verbindlichen Auskunft können gerade kompliziertere Konstruktionen abgesichert werden. Und wir hatten in den letzten Jahren einen durchaus größeren und komplizierten Fall und die haben auch drei Anläufe gebraucht, aber insbesondere deswegen, weil die nochmal neu darüber nachgedacht haben. Und da werden dann auch die Finanzämter, das ist dann schon wichtig, auch nicht müde. Also selbst wenn dann die sagen, okay, wir haben nochmal drüber nachgedacht, wir wollen jetzt mit einer anderen Konstruktion kommen, und dann sagen wir wieder, okay, wir prüfen das wieder über ein solches Verfahren. Wir sagen dann nicht, also ihr habt jetzt unsere Geduld strapaziert und deswegen ist jetzt Ende. Das heißt also insofern, da gibt es durchaus viele Themen und deswegen, das hängt jetzt immer davon ab. Also wenn Sie sich für solche Themen interessieren, wo sehen Sie sich? Und wie gesagt, ich hatte das vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet, es gibt auch durchaus eine gewisse stärkere Nutzung dieses Themas der GGMBH, also der gemeinnützigen GmbH. Die tauchen dann gar nicht in der Statistik auf, die verfolgen aber häufig durchaus ähnliche Zwecke. Und das spielt zum Beispiel dann häufig eine Rolle, wenn es also im Zusammenhang mit Vereinen entsteht. Also und ein Teil auch der sozialen Organisationen, die ja auch versuchen, zum Beispiel sowas wie Zustiftungen zu mobilisieren, wählen dann gelegentlich die Form der GGMBH und eben nicht die der Stiftung, verfolgen aber ganz ähnliche Zwecke. Also deswegen ist es so, das ist nur für uns jetzt sozusagen ist dann eine andere Statistik, aber es ist eben so, deswegen haben wir in gemeinnützigen und sozialen Zwecken haben wir deutlich mehr als diese 945, sondern es gibt gerade auch durchaus große und wichtige Entwicklungen in diesem anderen Bereich. Und dabei gibt es also zwei große Gruppen. Das eine ist das Thema soziale Zwecke, meistens im Zusammenhang mit Vereinen. Und das zweite ist eben, dass also GmbHs auch eine Rolle spielen, wenn es sozusagen um Regulierung von bestimmten komplexen Erbschaftssituationen geht, bei denen gleichzeitig sehr nachhaltige und langfristige Investitionszwecke verfolgt werden sollen. Herzlichen Dank für diesen Einblick und dieses niedrigschwellige Angebot, was Sie gerade genannt haben, mit Hinblick auch darauf, dass man durchaus ja über den Tellerrand auch hinausschauen kann in den internationalen Kontext. Frau Rado, welche Erfahrungen machen Sie denn da? Kann man für Stiftungen oder wie sehr kann man für Stiftungen, die hier ansässig sind, auch im internationalen Kontext Aufmerksamkeit gewinnen? Also die Rechtssituation für Stiftungen ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Sie verfolgen wahrscheinlich gerade den Wahlgeldskandal von Alice Weidel, wo ja offenbar Gelder von Stiftungen aus anderen Ländern verschoben worden sind. Die Länder haben nicht unbedingt so ein Gemeinnützigkeitsrecht wie wir. Also wir vertreten auch als Bundesverband Deutscher Stiftungen zum Beispiel nur gemeinnützige Stiftungen. Es gibt auch viele andere Stiftungen, die nicht dem Gemeinnützigkeitsrecht unterliegen. Das ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Wir haben ja hier gerade vorher die Veranstaltung gehabt, wo der Präsident der Open Society Foundations, die gerade aus Ungarn vertrieben worden sind und sich in Berlin angesiedelt haben, der hat ja erzählt, wie es da auch war. Also die Situation für Stiftungen ist auch sehr unterschiedlich. Wir merken aber, dass überall Stiftungen als ein Instrument der Zivilgesellschaft im Kern im Kommen ist. Die Arbeitsbedingungen für Stiftungen werden gerade in Osteuropa gerade deutlich eingeschränkt. Wir haben auch große Schwierigkeiten, erleben wir in der Türkei. Aber
sozusagen der Wunsch von Menschen, auf Dauer irgendetwas zu schaffen, der ist überall vorhanden. Und ein Bereich, der besonders gut wächst, ist, ist der Bereich der Bürgerstiftung. Wir merken zweitens, also nicht nur Bill Gates und Warren Buffett haben ja eine große Stiftung gegründet. Wir merken auch in auch Büro in Berlin auf. Ja, die sind, sie haben sie jetzt auch gerade, die haben sich jetzt auch gerade vorgestellt. Sondern wir merken auch bei anderen großen, reich gewordenen Unternehmern, dass sie zumindest mit einem Teil ihres Geldes Stiftungen gründen wollen, um zu helfen, sozusagen bestimmte Probleme zu lösen. Also es ist sowohl im Bereich der Gemeinschaftsstiftungen gibt es eine Bewegung, es gibt durchaus ein Nachdenken bei einigen sehr wohlhabenden Menschen. Ich glaube, das sollten wir nicht nur unter Greenwashing-Aspekten sehen, und wir sehen überall sozusagen die Suche auch nach geeigneten Formen, wie man sein Engagement sozusagen nachhaltig gestalten kann. Wenn ich noch eine Bemerkung machen darf zu Ihnen, Herr Kollers, wir haben der große Unterschied zwischen einem Verein und einer Stiftung ist ja, ein Verein kann ich mit 7 Leuten gründen und kann ihn auch wieder ziemlich schnell einstellen. Ein Unternehmen, eine GmbH, gründe ich mit 25.000 Euro. Es gibt auch Stiftungs-GmbHs, da kann ich das Geld auch nicht wieder rausnehmen. Aber der Grundgedanke einer Stiftung ist ja, es ist für die Ewigkeit gedacht. Also ich würde jetzt, Ewigkeit, das ist ja alles sehr relativ. Die ältesten Stiftungen hier in Deutschland sind über 800 Jahre alt, das ist schon mal ziemlich lange. Aber es geht ja darum, wie entwickeln wir hier Grundlagen, ne, dafür in Themen und in Arbeitsformen, die auch unseren Nachkommen, ne, helfen, mit den Problemen, vor denen sie dann stehen, besser fertig zu werden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der viele Menschen bewegt. Sicherlich. Bewegt Sie etwas an dieser Stelle? Nichts? Dann würde ich ganz gerne in einer Schlussrunde nochmal auf Entwicklungsmöglichkeiten derzeit für Stiftungen zu sprechen kommen, Herr Siegers. Nachhaltigkeit, Entwicklungschancen, wo sehen Sie die zurzeit? Wie gehen Sie da beratend sozusagen vor in Sachen Stiftungen? Ja, das Thema Nachhaltigkeit klang ja schon an. Ein Oberbegriff, unter dem ganz viel subsumiert wird, von der Anlagerichtlinie einerseits bis hin zu einer Einstellung und Haltung, die ja auch verbunden ist mit dem Thema, eben auf Dauer angelegt. Und dann kommt man ja auch ganz schnell dazu, was auf Dauer halten soll, muss ja auch einen Platz haben und beschäftigt sich mit der Erde, auf der wir leben, bis hin zu dem Thema des Impact Investing, also das Stiftungskapital direkt den Mitteln, den Zwecken zur Verfügung zu stellen und die Mittel direkt dort einzusetzen. Wir haben das Thema Immobilie gehört, und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr vielfältige Formen, die häufig dann auch über Beteiligungsmodelle letztendlich angeboten werden. Man muss sich dezidiert damit beschäftigen, weil Beteiligung heißt am Ende des Tages unternehmerisches Risiko, und auch das muss man sozusagen als Stiftung tragen können und sich auch darüber im Klaren sein, was das am Ende des Tages ausmacht, nicht? Wir sehen durchaus auch die Themen, sich mit festverzinslichen Wertpapieren zu beschäftigen und auch diese dem Thema der, wenn Sie so wollen, Nachhaltigkeit und Ökologie zu unterlegen. Da gibt es hinlänglich und umfassend Analyseinstitute, mit denen auch wir zusammenarbeiten, weil das Spektrum so groß ist, dass man das alleine gar nicht mehr abdecken kann. Also wird in den Ländern, in denen Sie Anleihen kaufen, werden die entsprechenden UN-Resolutionen, die Ihnen wichtig sind, von der Kinderarbeit bis zur Gleichstellung etc. etc. pp., werden die eingehalten. Also dieses Thema Atomkraft und ich sag mal Streubomben, so dramatisch das ist quasi. Also es geht schon deutlich weiter. Zum Beispiel die evangelischen Kirchen sind sehr dezidiert dabei, Anlagerichtlinien auszuformulieren. Und es schafft auch sozusagen Leuchttürme und Nachahmeneffekte. Bis hin zu den Themen eben mit einem Investment, durchaus auch im Bereich der klassischen Kapitalanlage, der Fondsanlage, eben so ein Thema wie einen Mikrofinanzfonds zu dotieren, nicht, der dann eben das Thema, wir finanzieren Klein- und Kleinstunternehmen in Drittländern, um eben sowohl den sozialen Zweck einerseits zu befördern, also Selbstständigkeit in der Regel, Sie kennen das Thema ja häufig von Frauen, zu befördern, die dann am Ende des Tages auch als Ernährerin der Familie eine Chance haben und da eben auch den Gedanken der
grundsätzlich jeder Kapitalanlage ja unterliegt, nämlich über große Streuung Risiken zu minimieren, einerseits umzusetzen, aber andererseits eben auch ein direktes Einwirken und einen sozialen Zweck zu verfolgen. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und auch das, was anklang, das Thema Demografie, das ist so, wir leben ja in Deutschland schon sehr deutlich in der Situation, dass das Thema Arbeitskräftemangel, das ist ja ein Ausdruck sozusagen unserer demografischen Entwicklung, der das größte Hindernis momentan für wirtschaftliche Entwicklung ist, nicht? Das ist sehr deutlich so und das ist ja auch eine grundlegende Erkenntnis. Bevölkerungswachstum ist extrem wichtig für wirtschaftliches Wachstum. Es geht eins zu eins. Und da sind wir in Deutschland in einer ganz besonderen Situation. Wir haben eben kein Bevölkerungswachstum, was überbordend ist und Wirtschaftswachstum unterlegt. Insofern sehen wir eben auch viele Vermögende, auch Privatkunden, die keine eigenen leiblichen Nachfolger haben, sich sehr deutlich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gehe ich damit um? Will ich was hinterlassen? Will ich sozusagen aus altruistischen Dingen etwas zurückgeben, philanthropische Aspekte verfolgen? Bin ich schlichtweg durch persönliche Eitelkeit getrieben? Alles gute Gründe, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube das, und kann ich aus eigener Anschauung aus der Weberbank berichten, das nimmt deutlich zu. Also wir haben vor 4, 5 Jahren immer über die große Generation der Erben gesprochen. Wir haben sie nur noch nie so deutlich gesehen, wie wir sie aktuell sehen. Die Weberbank hat ja auch eine eigene Stiftung und wir sehen sehr viele eben der vermögenden Privatkunden, die sich mit Unter- und Zustiftungen beteiligen. Und das ist durchaus ein Trend. Auch da gibt es die Suche nach vernünftigen und dauerhaften Stiftungszwecken. Gute Nachricht, finde ich, für die Stiftungslandschaft. Und auch eine gute Nachricht ist sozusagen Vermögen, was ja auch als großer, wenn Sie so wollen, als große Masse in Deutschland zur Verfügung steht. Ich will jetzt nicht über die Verteilung der Vermögen sprechen, aber wir haben ja ein Geschäftsmodell, was doch relativ spitz ist und wo eben relativ viele Vermögende sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist eine gute Nachricht, finde ich, wenn sich die Menschen darüber Gedanken machen, das entsprechend zurückzugeben. Und da sehe ich schon auch einen gewissen Trend für das weitere Wachstum von Stiftungsgeldern und der Anzahl von Stiftungen. Wollen Sie uns auch noch eine gute Nachricht mit auf den Weg geben, Herr Kollatz, Frau Rado? Kann ich ja schon versuchen. Also erstmal, wenn man Finanzsenatoren einlädt, zu solchen Diskussionen kriegt man auch immer noch mal eine Zahl ab. Also das in Berlin angesiedelte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt zum einen, dass deutschlandweit schon mal 16% über 300.000 Euro geerbt haben und dass eben dieses vielfach der Auslöser ist, um in Stiftungsüberlegungen einzutreten. Also nicht nur das Thema, ich regle meine eigene Zukunft, sondern auch das Thema, ich bekomme eine Erbschaft, spielt offensichtlich eine Rolle. Interessant ist, wenn das 16% in Deutschland sind, sind es 8% in Berlin. Das hat wieder ein bisschen was mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe. Trotzdem ist das Pool derer, die man ansprechen kann, auch von den Stiftungen, ist so, dasselbe Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, dass jedes Jahr in Deutschland 6 Billionen vererbt werden. Das ist also eine 6, dann kommen 3 Nullen, dann kommen 3 Nullen, dann kommen 3 Nullen und dann kommen nochmal 3 Nullen. Danke, dass Sie also uns das veranschaulichen. Also das ist ziemlich viel. Und also ist das Pool von denen, die man ansprechen kann, ist relativ groß. Sie haben dann ansonsten noch so nach Entwicklungsmöglichkeiten gefragt. Also wir glauben erstmal auch in Berlin, dass Stiftungen grundsätzlich ein attraktives Modell sind und wir betätigen uns ja auch selber in der Entwicklung von Stiftungen. Und zum Beispiel eine der Stiftungen, die für das Land Berlin eine große Rolle spielt, ist eben die sogenannte Einstein-Stiftung. Da geht es um das Thema Wissenschaft und Forschung. Und wir gehen eben in der gegenwärtigen Situation, wo das Thema Zinserträge eben so ist, wie Herr Siegert dargestellt hat, dass da nicht so schrecklich viel zu holen ist, sagen wir, versuchen eigentlich das Modell, dass wir immer sagen, wir nehmen öffentliches Geld in die Hand, wenn auch ein Privater in einem bestimmten Umfang Geld in die Hand nimmt. Und so haben wir, da sind wir eigentlich ganz stolz drauf, so ist uns zum Beispiel gelungen, um die 50 Juniorprofessuren für digitale Zukunft zustande zu bringen, wo eben halt eine Firma was stiftet und wir eben dann was dazugeben, weil das eben dazu führt, dass gerade bei dem Thema Digitalisierung, das ist eines der wesentlichen Themen der Zeit,
eben dadurch natürlich wir auch was dafür tun, dass es in Berlin nicht nur jetzt Leute gibt, die das Thema können, sondern auch in 5 und 10 Jahren Leute kennen, weil jeder diese Juniorprofessuren macht ja Projekte mit 20, 40, 50 Leuten und dadurch haben wir eben dann auch ziehen wir gerade in diesem Segment Leute an und ziehen sie auch nach Berlin. Und das zeigt, glaube ich, wenn wir selber auch als Staat an Stiftungen arbeiten, auch an solchen Modellen, wo man eben halt sagt, also es geht jetzt weniger um die Vermögenserträge, aber es geht darum, dass wir versuchen, Zustifter zu mobilisieren, zeigt es eben auch, also wir glauben auch selbst an das Modell. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Also wir sagen nicht nur Leuten, das könnt ihr machen, sondern wir glauben auch selber dran, versuchen das auch zu machen und glauben auch damit, durchaus Erfolge zu haben. Und ein Beispiel habe ich genannt. Herzlichen Dank, Frau Radu. Ich glaube eigentlich, dass die gute Nachricht Sie hier sind. Weil Sie sind hierher gekommen, um sich zum Thema Stiftung entweder zu informieren oder weil Sie selber in Stiftungen aktiv sind. Und das ist doch genau das, worum es geht, dass sich Menschen für irgendwelche Themen einsetzen mit ihrer Zeit und mit ihrem Geld. Und wenn Sie schon in einer Stiftung sind, dann wäre es gut, wenn Sie weitere finden, die Ihre Stiftungsarbeit auch unterstützen. Und wenn Sie darüber nachdenken, wofür Sie Ihr Geld oder dass Sie Geld haben, wofür Sie es einsetzen wollen, dann gibt es unendlich viel Bedarf in der Zivilgesellschaft. Und es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Sie können es bei Vereinen, bei Initiativen, in Kirchengemeinden, in Organisationen und auch in Stiftungen einsetzen. Wenn Sie es in Stiftungen machen wollen, sind Sie herzlich eingeladen, weil das tatsächlich ein auf lange Zeit angelegtes Investment ist. Aber lassen Sie sich wirklich gut beraten. Und ich biete Ihnen an, dass Sie sich auch beim Bundesverband kostenlos beraten können, falls Sie Interesse an der Gründung einer Treuhandstiftung oder Stiftung haben. Dann danke ich dieser Runde, Birgit Radu, Matthias Kollatz, Klaus Siegers. Vielen Dank für Ihre Erfahrungswerte, die Sie uns hier mitgeteilt haben. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch ein fröhliches Tummeln hier. Bleiben Sie im Gespräch, lassen Sie sich gerne beraten, wie Sie gerade gehört haben, und haben Sie noch einen konstruktiven Nachmittag. Herzlichen Dank.